Hallo, liebe Deutschlerner. Heute sprechen wir über Onomatopoesie oder auch Lautmalerei. Ja, das ist ein schönes deutsches Wort. Lautmalerei. Ja, wir malen, ja, wir malen mit unseren Lauten, ja, mit der Sprache. Wir machen Kunst mit der Sprache. Das ist Onomatopoesie. Und Onomatopoesie wird definiert folgendermaßen: Wortbildung durch sprachliche Nachahmung von Geräuschen und Lauten. Zum Beispiel Kuckuck, Gong. Ja, der Kuckuck ist ein Tier, das eben genau diesen Laut macht. Kuckuck, Kuckuck. Ja, und deswegen heißt das Tier auch Kuckuck. Und das ist Onomatopoesie. Ja, Gong, ja, ein Gong, macht eben so einen Laut und deswegen nennen wir es auch Gong. Es gibt viele Beispiele, ja, in Comics findet man solche Wörter wie Schluck, Stöhn, Knarr, Krach, Bumm. Ja, das sind so die Laute, die man in Comics sieht, ja, also die Wörter, die man in Comics sieht. Und Onomatopoesie, Lautmalerei, kommt auch in vielen Kinderliedern und Reimen vor. Also zum Beispiel in dem Kinderlied Summ, 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 Bienchen summ herum. Ja, die Bienchen summen. Ja, das sind ja, das ist ja genau der Klang, den Insekten machen. Insekten summen. Ja, sie und deswegen sagt man im Deutschen, sie summen. Und das ist sehr lautmalerisch. Ja, oder auch in dem Reim Hopp, 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 Pferdchen, Lauf, Galopp. Ja, und das ist auch sehr lautmalerisch. Ja, Hopp, Hopp, Hopp. Ja, so macht er ein Pferd, also wenn man auf einem Pferd sitzt, dann macht das Pferd ja hopp, 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 hopp. Und das ist sehr lautmalerisch. Ja, wir benutzen die Sprache, um einen bestimmten Klang zu machen, um eine bestimmte Emotion zu vermitteln. Ich denke, es ist ein sehr, etwas, was Sprachen so toll macht. Ja, es macht die Sprache sehr interessant und sehr schön, diese Lautmalerei. Ja. Auch in der normalen Umgangssprache benutzt man viele solche Wörter. Ja. Man sagt zum Beispiel gähnen. Ja, gähnen. Das ist ja genau das, was man macht. Ja. Man gähnt. Und flüstern. Ja, flüstern. Grunzen. Ja, grunzen, ja, das Wort, ja, das klingt schon fast so wie ein Grunzen, ja, das ist ein Grunzen, ja, und wenn ich sage grunzen, ja, das ähnelt ein bisschen, ja, hauchen, ja, hauchen, ja, das ist hauchen, das ist hauchen, ja, und das Wort selbst, ja, hauchen, hauchen, ja, da macht man das praktisch auch, ja. Krächzen, ja, ein schönes deutsches Wort. Krächzen, das ist genau das, ja. Man krächzt, ja. Piepsen, piep, ja. Piepsen, ja. Das ist auch genau das. Das ist genau das, was man tut, wenn man piepst. Wenn man piep sagt, wenn man piepsen sagt, dann piepst man. Wenn man krächzen sagt, dann krächzt man automatisch. Und diese Lautmalerei transportiert viel Emotionen und Eindrücke. Ja, also mit Lautmalerei, mit Onomatopoesie kann man viele Emotionen vermitteln. Ist das auch Lautmalerei? Vielleicht.
Hachi, ja, man sagt Hachi. Also in Comics, ja, würde man schreiben Hachi. Das ist auch Lautmalerei. Ja. Das war nicht geplant gerade, ja, aber es passte ganz gut gerade. Genau, in einem Blog habe ich ein interessantes Beispiel gesehen. Ja. Also ein kurzer Text, einmal ohne Lautmalerei und einmal mit Lautmalerei. Und du wirst sehen, dass es einen großen Unterschied gibt. Ja? Der Text ohne Lautmalerei. Lennart lief schnell zum Strand. Marie hatte ihm am Telefon gesagt, dass Tom dort auf ihn wartete. Schon von Weitem hörte er das Meer, sah die Wellen, spürte den Wind und die Sonne auf seiner Haut. In der Ferne sah er Tom stehen. Okay, ja. Jetzt mit Lautmalerei, und du wirst merken, dass es viel, viel schöner klingt. Lennart hastete zum Strand. Marie hatte ihm am Telefon verraten, dass Tom dort auf ihn wartete. Schon von Weitem hörte er das Meer rauschen. Die Wellen brachen sich gegen die Felsen. Das Wasser peitschte, die Gischt schäumte. Der Wind zerzauste seine Haare und die glühende Sonne brannte auf seiner Haut. In der Ferne erblickte er Tom. Klang das nicht viel, viel schöner? Das ist die Macht der Lautmalerei. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen, und wir sehen uns morgen. Tschüss!